Meine Damen und Herren, hier ist Fred von Fettspiel mit der 128. Folge meines SimCity Let's Plays. Städte der Zukunft heißt das großartige Add-on, was dieses Spiel noch geiler gemacht hat. Und ich starte hier in einer Stadt der Vergangenheit, in Fredburg. Und wir blicken noch einmal auf diese wunderschöne, altehrwürdige Architektur. Und ich möchte, dass ihr insbesondere diese Universität im Auge behaltet. Dieses alte Bauwerk. Diese Universität, gerade geschlossen übrigens. Soll ich es mal öffnen? Ich öffne. Ich öffne hiermit feierlich wieder den Universitätsbetrieb in Fredburg. Und es hat einen Grund, weswegen ich euch nochmal zeige, wie schön so eine alte Uni sein kann. Denn wir werden jetzt in die Zukunft gehen. Von Fredburg zu FredTech Future und die Universität abreißen. Ja, ja, ja. Die alte Universität, die quasi den historischen Wissensschatz beherbergt. Diese Universität wird jetzt in Fredburg sein. FredTech jedoch geht mit der Zeit. Denn wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oder es gibt auch so einen Spruch. FredTech Future wird auf jeden Fall die alten Universitätsmauern niederreißen und wird sich ganz auf die Akademie spezialisieren. Rico Faulhaber hat mir diesen Tipp gegeben, hat gesagt, dass es nicht Sinn macht, beides in einer Stadt zu haben und dass in FredTech Future natürlich die Akademie weitaus besser reinpasst. Das heißt, ja, die alten Studiengänge, ja, Theologie und so weiter, die werden jetzt in Fredburg unterrichtet werden. Und in FredTech Future widmet man sich den Zukunftstechnologien. Das heißt, wir werden jetzt mit einem Schlag die alte Universität, die hier in dem U ist, also eigentlich das Herzstück dieser Stadt, werden wir jetzt einreißen. Meine Damen und Herren, die Universität, sie fällt. Da ist sie. Alles ist weg. Auch zitterig der Kiosk, der Universitätskiosk, auch kaputt. Alles weg, das Ding ist durch. Und hier in diesem U müsste jetzt eigentlich die Akademie sein. Die Frage ist nur, ob ich die jetzt eigentlich abreißen sollte, wo sie doch gerade so eifrig forscht. Ich kann ja mal erstmal schauen, wie teuer ist denn eigentlich so eine Akademie. Ich habe schon wieder ganz vergessen. Limit erreicht. Die kostet nur 25.000? Aha. Das ist ja interessant. Ich glaube, dann reißt es dir tatsächlich ein. Ich hoffe, das ganze ControlNet geht dann nicht verloren. Wir werden es sehen, oder? 41% erforscht. Obwohl, oh nee, ich habe Angst. Ich glaube, ich lasse es lieber. Ich lasse es erstmal zu Ende forschen, das Projekt. Aber dann baue ich die Akademie neu. Und zwar in dem unteren Teil des Us. Aber da die Akademie nicht so viel Platz verbraucht, wie es natürlich mit den alten, herkömmlichen Wissensräumen der Fall war, habe ich hier ein neues Quadrat erschaffen. Ein Quadrat, in dem ich die Reichen wohnen lassen kann. Denn wir brauchen auf jeden Fall mehr Reiche hier in FredTech Future, nämlich viele, viele schlaue, reiche Leute, die auch an dem ControlNet mitwirken. Das heißt, ja, ich werde mal bauen, würde ich sagen. Wie wäre es denn mit einem neuen Elite-Turm, wenn wir die schon mal haben, wenn wir schon in der Zukunft sind, wenn wir schon hier FredTech Future vollends ausbauen. Das heißt, wir gehen auf Spezialisierung, auf Megatürme, auf Elite-Megatürme und bauen einen Elite-Megaturm. Könnte ich auch eine Büroetage? Oh Gott, ist das teuer. Habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, wir bleiben doch bei der Apartment-Etage. 224.000 ist schon Geld genug. Passen die eigentlich zwei hin? Oh, das wäre geil, oder? Ich glaube, das passt gerade mal nicht. Oder gerade mal doch. Ich baue einfach mal. Also, Megaturm, die erste. Zack. Da steht er. Und da wird eifrig gebaut. Leute freuen sich. Das ist auch immer eine gute Sache. Und ich kann ja mal... Tatsächlich, es geht. Oh, wie geil ist das denn? Es geht. Es geht, es geht, es geht. Ich kann hier zwei nebeneinander bauen. Als hätte es einfach nicht keinen anderen besseren Plan gegeben. Ja, als, das ist richtige Vorsehung, ist das. Ist ja geil. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich nochmal... Auch für die Grundstückspreise und so. Ja, hier vielleicht noch so einen Millennium-Hof bauen. Für die Zukunft. Ja, dann machen wir das doch mal. Bauen wir hier einen rein. Und sind dann
hier auch in der Future unterwegs. Mein moderner Tempel, ein Millenniumhof und ein Elite-Megaturm. Mehr Zukunft geht nicht. Das ist auf jeden Fall klar. So, soll ich mal zwischendurch mal einen Kredit abbezahlen? Wie wär's denn damit? Oh, jetzt machen wir auch mal richtig Plus hier. Plus 10.000, plus 11.000 in der Stunde. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir natürlich auch mal, dass wir die Megatürme auch weiter optimieren. Die machen ganz, ganz knapp Profit. Aber ganz, ganz knapp. Schau mal rein, was hier wieder das Problem ist. Die Apartment-Etage, die macht mal wieder Minus. Boah! Und boah, das ist ja furchtbar ist das. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine weitere Etage. Sonst wird das ja gar nichts. Und zwar vermutlich... was machen wir denn da? Wie kriegen wir die Apartment-Etage profitabler? Was uns unglücklich macht, heben Sie bitte die Grundstückspreise an. Okay! Dann machen wir das mal, oder? Apartment-Etage, wie kann man denn die... Vielleicht durch die Parketage. Erhöht die Grundstückspreise für die obere Einkommensschicht. Jawohl! Dann Baubeginn, bitteschön. Dann erhöhe ich die Grundstückspreise für euch. Und vielleicht könnte ich das dann auch gleich hier machen, obwohl hier ist gerade immerhin ein gutes Plus. Schauen wir mal, wie wir hier in die Zukunft kommen. Übrigens müssen wir die Schwebebahn jetzt auch mal wieder ein bisschen umbauen. Diese Station ist natürlich äußerst ungünstig gerade platziert. Ich würde mal plädieren, dass wir hier die Schwebebahn weiterfahren lassen. Ich werde also hier mal... Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Neu wäre es, wenn wir hier ein großes Viereck machen. Also diese Station werde ich planieren. Diese Strecke ebenso. Auch diese hier. Jetzt sieht es auch ein bisschen ordentlicher aus. Und dann gehen wir mal wieder in die Spezialisierung. Schwebebahn, Neustation. Hier vor dem Elite-Megaturm. Und dann ziehen wir eine Strecke von da nach da. Das hat jetzt nicht ganz... Ah! Nicht ganz geklappt. Diese Strecke ist natürlich jetzt auch nicht sinnig. So. Was ist denn hier los? Wo hängt's denn? Zu spitzer Winkel. Kann ich das auch... Ich kann es auch anheben mit M&N. Wie geil ist das denn? Aber ob das jetzt was bringt? Wir gucken nochmal. Gehen ein bisschen näher in die Ansicht ran. So. Also das Stück muss ich mal wieder wegmachen. So, also. Liebe Schwebebahn, wo hängt's? Hier können wir ansetzen. Jetzt geht's doch auch. Ich will das gerne eigentlich über die Straßen bringen. Spitze Winkel, ey. Na gut, macht's halt eine kleine Kurve. Ist auch in Ordnung. Und jetzt haben wir die Megatürme und die Akademie miteinander verbunden. Megamäßiger geht's nun mal gar nicht mehr. Und, ja, aber die Megatürme haben gerade mega die Kosten, aber nicht gerade mega die Einnahmen. Es sind noch keine Gelddruckmaschinen. Jetzt müsste doch aber eigentlich dieser Megaturm mehr Profit machen, als es gestern noch der Fall war. Wir gucken nochmal in unseren schönen Berater-Stand-Tool rein und schauen mal Megaturm 1 Kommskarte. Wie sieht es denn hier aus? Also die Apartment-Etage macht immer noch nicht richtig viel Kohle. Aber wir sehen es hier, ich bin böse, weil wir so niedrige Grundstückspreise hatten wahrscheinlich. Das sieht man jetzt nicht mehr ganz. Ich habe das ja geregelt durch die Parketage, die ist nämlich jetzt schon aktiv. Hoffen wir also mal, dass die Leute jetzt hier vermehrt einziehen, dass hier die... Oh Gott, dass hier vielleicht irgendwann Profit auch gemacht wird und nicht ein Verlust von 30.000, wie es gestern der Fall war. Und dann könnte dieser Turm sogar rentabel werden. Wie sieht es hier aus, Apartment-Etage? Da können wir vielleicht auch mal weiterbauen. Vielleicht bauen wir diesmal zuerst eine Parketage. Ja, oder vielleicht basistechnisch. Wie ist es denn mit Büro? Habe ich gar kein Geld. Ja, dann bauen wir erstmal das, wofür wir Geld haben. Das ist nämlich eine Parketage. Ups, habe ich das gar nicht gemacht. Nochmal. Service, Parketage, Baubeginn. Und los geht's. So, weiter in die Stadtansicht. Megaturm 1 kam Einkommenskarte raus. Was macht die Akademie? Die erforscht eifrig, 74%. ControlNet wird verkauft, hier wird erforscht. Das Akademie-Upgrade. Und hier gibt es offensichtlich auch noch, ja, es gibt noch so Anbauten. Deswegen würde ich die Akademie gerne in Zukunft hier in das untere U verfrachten. Vielleicht können wir natürlich die Anbauten auch dann dahin tun. Das ist dann irgendwie Geschichte, das werden wir schon irgendwie regeln. So, auf jeden Fall brauchen wir...
mehr Reiche. Seien es Reiche in alten oder in neuen Bauten. Reich ist reich. Jetzt gucken wir also nochmal. Werden wir erstmal die verlassenen Bauten alle vernichten. Ja, ja, zu hohe Steuern. Das sagen sie hier alle. Sehe ich hier noch was? Kommt da noch was? Da ist jemand. 1, 2. So, das reicht mir jetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier Grundstückswert weiter optimieren. Da ist natürlich Grundstückswert viel zu niedrig. Das heißt, wir können auch mal diese ganzen herkömmlichen Gehwege planieren und stattdessen mal was Luxuriöses reinsetzen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Amphitheater? Das hat auch schon immer gut gesessen. Ein Heißluftballonpark. Der darf doch auch nicht fehlen. Und die machen auf jeden Fall mehr her als diese Gehwege. Sind natürlich jetzt alle traurig, aber auch nur, weil sie nicht wissen, was da noch Schönes kommt. Zum Beispiel ein SimCity-Denkmalpark. Ah, wir haben da noch einiges in petto. Aber zuerst wird hier eifrig planiert. Die Menschen sind unglücklich. Aber nicht mehr lang. Das ist jedenfalls der Plan. So. Viele, viele, viele Parks. Jetzt haben wir hier aber doch die Reichen angelockt, hoffe ich. Hier kann jetzt übrigens auch mal bis an den Rand gebaut werden. Das war jetzt ja bisher auch noch nicht möglich. Also ein bisschen mehr Bebauungsfläche. Es könnte ja auch Cash bringen. Wie sieht es apropos Cash aus hier mit dem... Der macht immer noch miese. Also von wegen Gelddruckmaschinen, das ist noch nicht so wirklich möglich hier. Apartmentetagen der oberen Einkommensschicht benötigt. Aha, das heißt... Oh, und Unterricht. Also Bildung. Bildung und Shopping. In diesen Megaturm. Dass ich eine Bildungsetage reinbringen muss, hat Naselkass auch gesagt. Das sollte ich nicht vernachlässigen. Dann machen wir das mal. Bildungsetage wird gebaut. Und jetzt brauchen die mehr Käufer, also Apartment-Etagen. Alles klar. Aber das war's, glaube ich, schon. Ah ne, hier ist gerade eine Etage im Bau. Deswegen kann da jetzt gerade nichts anderes noch entstehen. Na gut, der Schritt in die Zukunft ist auf jeden Fall ein langer Schritt. Aber wir werden ihn gehen und werden hier nicht müde weiterzumachen. Also, hier sind wir noch gerade bei 88%. Als nächstes Forschungsprojekt werde ich auf jeden Fall, wie von Rico angedacht, die Fusionskraft erforschen, um mal das ganze Stromthema auch in die nächste Epoche zu bringen und nicht noch weiter aber auf Atomkraft zu setzen. Dann werde ich mal in meine Hauptstadt gehen. Regionsansicht, auf nach Fred City, dort, wo alles im grünen Bereich ist. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, was wir da alles machen müssen und können. Eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall mal gerne sehen möchte, ist, wie das Ganze mit dieser Startrampe aussieht. Ja, wir haben ja das letzte Mal, damit habe ich das letzte Let's Play abgeschlossen, die große Arkologie-Startrampe zur Kolonisation des Weltraums gebaut und laden dort die Kolonisten ein. Hier seht ihr sie schon. Und ich werde da mal ran rauf zoomen und schauen, was da passiert. Also Arkologie Startcenter. Hier sind die Startvorbereitungen im vollen Gange. Im Moment hätten wir schon Startbonus von 20.450. Das ergibt sich daraus, dass 412 Kolonisten hier drin sind. Besonders die Touristen haben es hier doch sehr, sehr gut. Die Gefangenen sind auch ein bisschen am Start. Ich könnte jetzt irgendwann mal wahrscheinlich auf Jetzt starten drücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt gar noch so grau schraffiert. Vielleicht geht es jetzt auch noch nicht. Vielleicht lohnt es sich erst, wenn das ganz voll ist. Oder ich klicke einfach mal drauf. Was gibt es hier nochmal? Gestartete Arkologie 0. Keine Daten. Starten Sie eine Arkologie.
Touristenbesuchzentrum leert sich. Dafür füllt sich das hier. Kann man hier noch irgendwas aufbauen? Nein. Es macht auf jeden Fall jetzt schon Profit. Habt ihr das gesehen? Profit gestern 106.000. Also, es ist nicht nur für Kolonisten, sondern auch für den herkömmlichen Touristen ein absoluter Hingucker hier. Ja, und ich bin sehr gespannt, was sich noch ergibt. Was ist eigentlich hier los? Upgrade in der Metallzentrale verfügbar. Da zoomen wir doch ganz mal hin. Ja, ja. Gerne. Bringen Sie die Metallzentrale auf die Stufe einer Metal Co. Und das machen wir doch ganz. Und dann habe ich das mal abgegradet. Geht's hier auch weiter. Sehr schön. Der freut sich. Wir freuen uns auch. Wir haben übrigens 500.000. Simulieren uns gerade. Ich weiß gar nicht, was ich ganz in Cash machen soll. Wir sehen hier Haufen Metall, Legierung, Kohlemetall. Da ist ein Event drin. Also super Cash hier. Und ich glaube, ich kann die ganzen Kredite auch mal zurückzahlen. Nur die Megatürme machen hier wirklich mal wieder Megakosten, aber nicht so wirklich Megagewinne. Obwohl ich bin hier noch im Plus immerhin. Aber so richtig auscashen will es nach wie vor nicht. Besonders dieser Megaturm, ja. Also der unteren Einkommensschicht, der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber guckt euch das mal an. Also das ist wieder mal nicht gerade gewinnträchtig. Noch schlimmer eigentlich als in Fairtech. Woran hakt es denn? Was ist denn euer Problem? Ha? Gucken wir mal auf die Einkommenskarte. Ja, die Marktetage. Das ist das Problem. Die bräuchte mehr Käufer, aber die brauchen Unterricht. Alle brauchen irgendwas. Also eine Bildungsetage könnte ich hier noch raufbauen. Dann kriegen die wenigstens Unterricht. Na, wenigstens freuen sich die Leute der oberen Einkommensschicht. Der Turm ist großartig. Das ist sehr schön. Wir brauchen mehr Käufer. Das heißt, dieser Megaturm könnte vielleicht noch um eine weitere Apartment-Etage erweitert werden. Dann ist es wirklich eine Gelddruckmaschine. Der macht ja jetzt ja auch schon ordentliche Gewinne. Guckt euch das mal an. Gesamteinnahmen gestern 62.000 Simoleons. Also im Moment subventioniert gerade der Megaturm der unteren Einkommensschicht den Elite-Megaturm, der keine Gewinne erzielt. So, wie sieht es hier aus? Startbonus jetzt schon bei fast 40.000. Das füllt sich langsam. Das ist eine Sache, die, glaube ich, ein bisschen länger braucht. Wir können natürlich jetzt schauen, dass wir hier im Arkologie-Startcenter optimale Bedingungen schaffen, damit wirklich mehr Touristen und mehr Kolonisten hinkommen. Wir schauen mal, das Ganze ist natürlich auch eine Sache der Verkehrsanbindung. So, wie sieht es denn hier aus? Krankheiten kommen über den Bahnhof des deutschen Hochgeschwindigkeitszuges. Das ist natürlich nicht schön, aber ihr seht es, hier sind immerhin Passagiere, die dort kommen. Das ist sehr, sehr gut. Was ist eigentlich hier, wenn dieser wenn dieser Bahnhof geschlossen ist? Na gut, dann fahren die einfach wahrscheinlich durch, ne? Ist nicht so schlimm. Okay, alles klar. Also, das ist schon mal jeweils da. Wir haben den Bahnhof. Jetzt gehen wir mal alle Verkehrswege durch und schauen, ob wir auch alles haben. Haben wir eine Bushaltestelle hier? Ja, haben wir. Eine direkt bei der Arkologie. Vielleicht können wir hier noch eine Bushaltestelle dorthin verpflanzen und vielleicht auch Park-and-Ride-Flächen. Wir wollen wirklich optimale Bedingungen schaffen für unser Startcenter. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Also Busse ist gut. Straßenbahnen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut, weil die nächste Straßenbahnstation dort oben ist. Wir könnten hier noch eine bauen. Dann ist immerhin, das ist jetzt nicht so ein langer Weg. Ich finde, das kann man noch laufen, wenn man ein neues Leben auf einem anderen Planeten begehen möchte. Kann man auch schon mal 100 Meter von der Straßenbahn zum Startcenter laufen. Das finde ich ist in Ordnung. Züge haben wir da, das habt ihr gesehen. Boote. Ja gut, wir können natürlich vielleicht den Fernhafen hierhin platzieren, oder? Warum eigentlich nicht? Ich meine, ja gut, der ist jetzt natürlich jetzt hier bei der Freiheitsstatue. Die macht ja auch ordentlich Gewinne. Können wir vielleicht einen zweiten Fährhafen bauen? Blöd wäre das nicht. Komm, machen wir das vielleicht einfach mal. Also ich könnte hier, also ich müsste ja eine Straße von da nach da erstmal machen. So, jetzt verbinden wir mal alles und jeden hier. So, dann vielleicht dieses hässliche Ding wegmachen. Dann eine Straße von da nach da. Und dann hier noch einen Fährhafen. Das wäre doch eine Nummer. Die würde ich unterstreichen. Passt das denn dahin? Jawohl. Da hier gleich um die Ecke. Der muss natürlich auch noch mit einer Straße verbunden werden. Der baut sich dann ja wieder seine eigene Straße. Ihr kennt das ja. Wollen wir mal schauen, wie das aussieht.
Dann kauen wir das durch. So, hier will natürlich die Straße jetzt nicht kommen. Ich könnte jetzt dieses Straßenstück erst einmal, ja, machen wir erstmal diesen Brunnenplatz weg. So. Oh, seht ihr gerade die ganzen Menschen, die da zu Fuß gehen? Nicht schlecht. So, jetzt brauche ich eigentlich nur eine Straßenverbindung dorthin. Es ist nicht so ganz möglich. Ach, das wollten wir auch gar nicht. Haha, wir wollten ja, dass hier kein Durchgangsverkehr herrscht bei den Villen. Deswegen ist das ja sogar ganz gut. Na, seht ihr, hat das Ganze doch noch seinen Sinn gehabt. Jetzt kriegen sie auch noch ihren Zaun- und Brunnenplatz. Will ja nicht verantwortlich sein, dass die Reichen nicht mehr ihre schönen Plätzchen haben. Und wir gucken mal, wie es weiter ist. Also, Fernhafen, jetzt natürlich auch noch mit einem Kreuzfahrtanlegeplatz. Die Kreuzfahrt in die Zukunft, die Kreuzfahrt in die andere Welt. Gucken wir mal, wie wir unser Startcenter weitermachen können. Ja, Flugzeuge, ne? Das ist eine Nummer. Wir haben ja echt keinen Flughafen in dieser Stadt. Wir haben keinen Flughafen in unserer Hauptstadt. Habt ihr euch das eigentlich schon mal... Ist euch das schon mal auf der Zunge zergangen? Ja. Gut, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Platz. Aber die Schwebebahn, die könnten wir natürlich bauen. Ich glaube, eine Schwebebahn in Fat City Future würde sich auch nicht so schlecht machen, oder? Eine Station hätte ich auf jeden Fall. Und das wäre die Station Arkologie, Startcenter, der Weg in die Zukunft. Eine andere Station kann ja vielleicht hier irgendwo auf unserer Hauptstraße sein. Hier zum Beispiel. Jetzt die Frage, wie wir das überhaupt verbinden. Oder das Rathaus. Klar, das Rathaus hier in der City braucht eigentlich auch eine Station. Ja. Versetzen Sie 200 Häuser, Läden oder Fabriken Ihrer Stadt in die Zukunft. Das habe ich gemacht. Das ist doch sehr, sehr schön. So, und dann haben wir hier noch unseren einen Megaturm und den zweiten ebenso. Das sind auf jeden Fall Stationen, die ich doch gerne verbinden würde. Jetzt steht hier, ist ControlNet für erforderlich. Ich dachte aber eigentlich, dass dieses ControlNet ja exportiert wird. Und das hoffe ich, das wird es auch. Weil sonst geht es natürlich nicht, was ich hier gerade vorhabe. Das müssten wir jetzt importieren. Und ich dachte aber ehrlich gesagt, das machen wir bereits. Aber ihr seht gerade, da passiert nichts. Deswegen lasse ich vielleicht das erstmal. Nicht ausreichende ControlNet-Abdeckung. Okay. Also diese Teststrecke hier vom Rathaus zum Arkologie-Startcenter werde ich jetzt einfach mal lassen und vielleicht wird das ControlNet ja noch weiter importiert aus Fat Tech Future. Mal schauen, ob da was passiert. So, wie sieht's aus hier mit der Müllhalde? Die ist fast voll. Maximale Kapazität. Ja, das sieht tatsächlich auch so ein bisschen eng aus hier. Oh, hier brennt sogar auch gerade noch. Die sollte ich dann vielleicht auch mal... Oh, guckt euch das mal an. Auch die Müllhalde wird in die Zukunft verlagert werden. Das braucht auch noch ein bisschen. Da müssen wir noch was erforschen. Das heißt, jetzt müssen wir erst den herkömmlichen Weg gehen. Und der herkömmliche Weg heißt Müllhalde. Oh, hier unter der Autobahnbrücke können wir auch eine Müllhalde bauen. Das ist auch schön. So, wie sieht es noch aus? Große Probleme im Gesundheitssystem. Wir haben auch kein Krankenhaus in unserer Hauptstadt, ne? Das ist vielleicht eine Sache, die wir auch noch angehen sollten. So. Stellen Sie sich die Station über das Straßennetz mit der Akademie einer ControlNet-Anlage verbunden sind. Sind sie ja eigentlich. Das, glaube ich, ist jetzt nur so eine Zeitgeschichte, ja? Und, na gut. Also, wir haben für unseren Arkologie-Startcenter sämtliche, ich sag mal, infrastrukturelle Bedingungen haben wir erfüllt und könnten jetzt eigentlich mal starten. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich versuche es. Es geht nicht. Es geht tatsächlich nicht. Nein, es ist immer noch schraffiert. Es ist noch nicht möglich. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich tatsächlich 10.000 Kolonisten zusammensammeln, bis ich hier starten kann. Und das kann wirklich lange dauern. Das heißt, ich muss... Wow.
Na gut, immerhin, ich habe schon ein Drittel. Ja, also ganz so unrealistisch ist es nicht, es ist aber nur eine Zeitfrage. Und offensichtlich muss tatsächlich hier das Startgefährt komplett gefüllt sein. Sonst lohnt es sich nicht, sonst wird hier kein Hebel in Bewegung gesetzt. Das heißt, wir müssen weiter die Startvorbereitung für den Abschuss optimieren. Das braucht Zeit, wie so oft. Und die Zeit nehmen wir uns. Haben wir noch ein bisschen was. Und nach 50 Likes geht's auch schon weiter. Euer Fett von Fett spielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.